Chefhormon, Glückshormon, Wunderwaffe gegen Depression? Mit solchen Tipps können Sie Ihren Serotoninspiegel schnell wieder steigern. Aber Vorsicht, und darauf wird fast nie hingewiesen, ein zu viel an Serotonin kann auch lebensbedrohlich sein. Sind Sie derzeit oft antrieblos, müde, niedergeschlagen? Das sind ja so unspezifische Symptome, kann viele Ursachen haben. Da fällt bei Internetrecherchen oder auch Gesprächen mit Bekannten schnell mal das Stichwort Serotonin. Der oft als Glückshormon bezeichnete Botenstoff steht eng mit unserer Stimmungslage. Das wissen auch viele, aber auch mit vielen weiteren wichtigen Aufgaben und Funktionen bei uns im Körper, wie zum Beispiel den Schlaf-Wach-Rhythmus. Auch unser Hungergefühl, auch damit steht Serotonin in Verbindung und auch als Chefhormon wird es bezeichnet. Warum? Weil die Forschung herausgefunden hat, dass gerade Chefs einen relativ hohen Serotoninspiegel haben. Klingt super interessant, woran das liegen könnte, dazu gleich mehr. Aber auch wichtig, ob das alles wirklich so stimmt, wie Sie einen Serotoninmangel natürlich verbessern können und was einen Serotoninüberschuss, einen extrem hohen Überschuss, so gefährlich macht, darauf möchte ich jetzt in diesem Video eingehen. Hallo, mein Name ist Dr. Tobias Weigel. Mit meinem YouTube-Kanal möchte ich einen Beitrag leisten, medizinisch, verständlich und korrekt aufzuklären über Erkrankungen, Ursachen dieser Erkrankung, was wir auch selber dagegen tun können. Stichwort vor allem auch unsere Ernährung. Und wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, dann gerne abonnieren Sie jetzt meinen Kanal. Der Neurotransmitter Serotonin hat in den letzten Jahren immer mehr an Bedeutung gewonnen, insbesondere wegen seiner viel diskutierten Rolle bei schlechten Stimmungen, Depressionen. Seit Jahren wächst daher auch das Angebot an Nahrungsergänzungsmitteln, die damit werben, die bioverfügbare Serotonin-Vorstufe L-Tryptophan zu enthalten. Das sind die relevanten Supplements, also L-Tryptophan. Aber damit dieses Tryptophan bzw. Serotonin auch wirkt, sind noch ein paar Spezialtricks notwendig, was man oftmals nicht weiß, worauf ich jetzt eingehe, Stichwort Helfer wie die Mikronährstoffe Vitamin B-Komplex, Vitamin D, Omega-3-Fettsäuren. Aber auch Tricks, damit das Tryptophan auch wirklich die Blut-Hirn-Schranke überwinden kann, denn das ist nicht so einfach. Und im Darm bzw. ausgeschieden bringt Ihnen das Tryptophan bzw. Serotonin gar nichts. Doch gleichzeitig auch Achtung, so einfach wie der Zusammenhang zwischen Depressionen, schlechter Laune und so weiter oft dargestellt wird, ist er laut aktueller Forschungslage sehr wahrscheinlich nicht. Erwarten Sie keine Wunder. Wie Sie Ihren Serotoninhaushalt trotzdem auf Vordermann bringen, warum das auch nützlich sein kann, dazu erzähle ich später mehr. Prinzipiell, ganz wichtig, egal ob es um Serotonin geht, um Vitamin D, was auch immer, ein Mangel ist prinzipiell nicht gut. Wir sollten aber jetzt erst einmal schauen, mit was wir es eigentlich bei Serotonin zu tun haben. Was ist Serotonin? Serotonin ist ein sogenannter Neurotransmitter und ein Gewebshormon. Es fungiert also als Botenstoff, der Informationen im Gehirn und auch dem restlichen Körper überträgt. Weil Serotonin für viele kognitive Funktionen, wie zum Beispiel Stimmung, für Schlaf, auch für Gedächtnis mitverantwortlich ist, ist es vielleicht überraschend, dass dennoch nur ca. 10% des Botenstoffs im ZNS produziert werden, also bei uns im Gehirn. Die restlichen 90%, also der Großteil, entsteht in der Darmschleimhaut. Zur Bildung von Serotonin wird die Aminosäure L-Tryptophan benötigt, die in vielen Lebensmitteln zu finden ist. Und Tryptophan ist eine essentielle Aminosäure. Essentielle Aminosäure, das bedeutet, dass wir diese von außen aufnehmen müssen, dass unser Körper diese nicht selber bildet. Und welche Lebensmittel das sind, die viel Tryptophan enthalten und wie Sie davon profitieren können, darauf gehe ich auch gleich noch ein. Im ganzen Körper, bei uns, da befinden sich Andockstellen für das Hormon, wo es dann die unterschiedlichsten Funktionen erfüllt. Neben den bereits erwähnten Aufgaben im zentralen Nervensystem, wie zum Beispiel die Regulation von Emotionen, von Gedächtnis, wird es auch außerhalb, zum Beispiel, und das wissen die meisten nicht, auch in der Lunge, in den Nieren, im Darm, sogar in der Muskulatur benötigt. So ist es auch kein Wunder, dass ein zu viel oder ein zu wenig des Botenstoffs zu verschiedenen Krankheiten führen bzw. zumindest dazu beitragen kann, vielleicht Symptome verschlimmern kann. Die bekannteste Verbindung besteht natürlich zwischen Serotonin und Depression, aber nochmal, Serotonin kann noch viel mehr. Menschen mit einem hohen Serotoninspiegel zeichnen sich oft durch mehr Entspanntheit, Lockerheit und Abstand zu strittigen Themen aus. Und deswegen sagt man dazu auch Chefhormon. Anders gesagt, wer viel Serotonin hat,
der, die atmet auch mal eher locker durch die Hose. So, und jetzt an dieser Stelle ein Verweis auf meine Ratgeber, zum Beispiel die Vitamin D-Bibel. Über Vitamin D habe ich ja gerade schon gesprochen. Wichtig, gerade auch für Serotonin, für die Verarbeitung, Aufnahme von L-Tryptophan und Umwandlung in Serotonin. Aber auch meine anderen Ratgeber, zum Beispiel zum Thema Muskelaufbau, Abnehmen. Also wen das interessiert, Stichwort gesundes Ernährungsmuster, der sollte gerne einmal in meinen Shop schauen. Serotoninmangel gleich Depression. Da Serotonin bei seinen Funktionen vor allem als Glückshormon ja oft bezeichnet wird, scheint es zunächst natürlich naheliegend, dass ein Mangel an diesem wichtigen Neurotransmitter die Ursache für depressive Verstimmungen bzw. Depressionen ist. Und diese Theorie gibt es auch schon seit Jahrzehnten. Deshalb gibt es also die sogenannte Serotonin-Hypothese. Das ist eine wissenschaftliche Theorie, die besagt, dass ein Mangel an Serotonin für die Entstehung von Depressionen verantwortlich sein könnte, beziehungsweise Symptome einer Depression verstärkt. Diese Theorie basiert auf der Wirkung von Medikamenten, wie den sogenannten selektiven Serotonin-Wiederaufnahmehemmern, die zur Behandlung von Depressionen eingesetzt werden und die zu einer Erhöhung genau des Serotoninspiegels führen. Inzwischen, muss man sagen, gilt diese Theorie aber als überholt. Und das liegt zum Beispiel daran, dass Depressionen komplexe Störungen sind, nicht nur auf den Mangel von Serotonin zurückzuführen sind. Und Depressionen haben eine Entstehung und ihre Entstehung unterliegt nach aktuellem Kenntnisstand wahrscheinlich einer Vielzahl an, zum Beispiel genetischen Umweltbedingungen, auch sozialen Faktoren. Den Fokus deshalb allein auf Serotonin zu richten, könnte deshalb zu kurz gegriffen sein und definitiv nicht die Lösung, nicht quasi die Heilung einer Depression. Die unzureichende Wirksamkeit auch von SSRIs, also den Serotonin-Wiederaufnahmehemmern und auch anderen depressiven Medikamenten, ist natürlich ein weiterer Kritikpunkt. Viele Patienten berichten von begrenztem oder ineffektivem Ansprechen auf diese Medikamente, was auch Zweifel an der alleinigen Bedeutung von Serotonin als Ursache für Depression aufkommen lässt. Trotzdem an dieser Stelle möchte ich sagen, das können sehr wichtige Medikamente sein. Niemals selbstständig absetzen, sondern immer gemeinsam natürlich mit Ihrem Arzt, Ihrem Psychiater besprechen. Das bedeutet natürlich also im Umkehrschluss nicht, dass Serotonin überhaupt nicht an der Entstehung von Depressionen beteiligt ist. Ein Ungleichgewicht des Botenstoffs kann unsere Stimmung mit beeinflussen und wahrscheinlich auch die Entstehung von Depressionen begünstigen. Aber die alleinige Ursache für eine Depression ist Serotoninmangel nach derzeitigem Forschungsstand nicht. Das ist ein großer Unterschied sozusagen. Ein Mangel oder Ungleichgewicht an Serotonin kann neben psychischen, das habe ich ja gerade gesagt, auch körperliche Folgen haben. Das ist interessant zu wissen. Und einige davon werden Sie bestimmt auch überraschen, denn wir bringen sie oft nicht mit einem Serotoninmangel in Verbindung. Wenn man Symptome hat wie Müdigkeit, denkt man oft vielleicht an Eisenmangel, vielleicht auch an eine Krebserkrankung, aber nicht irgendwie an Serotoninmangel. Und so gibt es noch weitere körperliche Folgen, auf die gehe ich gleich ein. Serotoninmangel, Risikogruppen und Symptome. Unter bestimmten Umständen kann es dazu kommen, dass der Serotoninspiegel zu stark sinkt. Wie oft das wirklich vorkommt und inwiefern natürliche Schwankungen auch des Serotoninspiegels im Laufe des Lebens, im Laufe eines Jahres zum Beispiel, vollkommen normal sind, dazu ist noch viel Forschung notwendig. Wir wissen noch nicht genug. Man geht aber derzeit davon aus, dass es verschiedene Risikofaktoren gibt, die einen erniedrigten Serotoninspiegel scheinbar begünstigen können. Und dazu zählen zum Beispiel chronisch entzündliche Erkrankungen wie Morbus Crohn. Warum? Weil, wie gesagt, ja fast 90% vom Serotonin im Darm gebildet wird. Autoimmunerkrankungen wie Rheuma, vor allem auch anhaltender Stress. Eine gestörte Darmflora natürlich auch ein Risikofaktor. Außerdem scheint auch eine stark einseitige Ernährung einen Mangel begünstigen zu können, denn für die Umwandlung von L-Tryptophan zu Serotonin sind zum Beispiel Vitamin B6 und Vitamin B3, auch Vitamin D und Omega-3-Fettsäuren notwendig. Wir brauchen diese Kofaktoren quasi. Doch wie äußert sich das nun, wenn zu wenig Serotonin vorhanden ist? Und da hätten wir zum einen natürlich die Auswirkungen auf die Psyche und unser Gehirn, gerade erklärt mit der Depression. Dazu zählt aber neben der depressiven Verstimmung auch Schlafstörungen, auch Gedächtnisstörungen und zum Beispiel auch Libido bzw. ein reduzierter Sexualtrieb. Das kann quasi durch Mangel an Serotonin entstehen. Hätten Sie außerdem gedacht, dass auch eine Reihe an körperlichen Symptomen auf den Mangel hinweisen können und zum Beispiel Magen-Darm-Beschwerden, auch Kopfschmerzen, sogar
Muskelschmerzen können die Folge eines Serotoninmangels sein. Und daran hat, glaube ich, noch nie einer groß gedacht. Ganz klar ist aber natürlich auch, dass all diese Symptome auch viele, viele andere Ursachen haben können. Und das macht es oftmals auch so schwer, auch eine große Herausforderung für uns Ärzte. Ganz wichtig ist außerdem, dass ein Serotoninmangel gar nicht so leicht nachzuweisen ist. Wenn Sie zum Beispiel mit Abgeschlagenheit und depressiven Verstimmungen ärztliche Hilfe suchen, ist es in der klinischen Praxis im Alltag nicht üblich, den Serotoninspiegel zu ermitteln. Es gibt auch oftmals andere Faktoren, die viel häufiger sind oder die häufiger die Ursache sein können. Zwar lässt sich der Wert im Blut vom Serotonin und gegebenenfalls auch im Urin bestimmen, das sagt allerdings nur bedingt etwas über die Konzentration im Gehirn aus. Und das ist ja entscheidend, da das Serotonin im Hirn und das Serotonin im restlichen Körper die Blut-Hirn-Schranke jeweils nicht überschreiten kann. Also um das einmal zu erklären, Serotonin bei uns im Blut gelangt nicht durch die Blut-Hirn-Schranke. Es muss aber durch die Blut-Hirn-Schranke ja theoretisch, wenn es Einfluss aufs Gehirn haben will. Wie gesagt, 10% des Serotonins werden im Gehirn gebildet, das ist also im Ort. Die anderen 90% bei uns im Körper, im Darm, und die gehen quasi mit dem Blut durch den Blutkreislauf, können aber nicht die Blut-Hirn-Schranke überschreiten. Ganz, ganz wichtig so zu wissen. Ein wenig anders, aber sieht das übrigens aus bei einem Serotoninüberschuss, dazu aber gleich mehr. Fest steht also, ein Serotoninmangel wird von Ihrem Arzt, Ihrer Ärztin dann vermutet, wenn sich andere Ursachen für Ihre Symptome nach gründlicher Untersuchung ausschließen lassen. Man kann auch sagen, Serotoninmangel als Ursache ist oftmals eine Ausschlussdiagnose. Doch was kann man jetzt tun? Serotoninspiegel erhöhen, natürlich und ohne Medikamente. Meine Tipps jetzt einmal. Steht bei Ihnen ein Serotoninmangel im Raum, wird das vermutet? Zum Glück gibt es einige Tipps, wie Sie Ihren Serotoninspiegel langfristig positiv beeinflussen können. Einen wichtigen Hinweis jetzt vorweg. Leiden Sie unter anhaltenden Symptomen, wie zum Beispiel einer Depression, einer gedrückten Stimmung, Antriebslosigkeit, Interessenverlust, die länger als 2 Wochen anhalten, das sollte man sich so als Kernzahl merken, dann können diese Tipps zwar auch ergänzend nützlich sein, ja, in erster Linie aber, und das ist wichtig, sollten Sie sich dann fachliche Kompetenz, Rat holen, das heißt ärztliche, psychotherapeutische Betreuung begeben und sich gegebenenfalls auch medikamentös behandeln lassen. Das ist ganz wichtig. Eine Depression kann sich natürlich verschlimmern und im Extremfall zum Beispiel zum Suizid führen. Mehr zum Thema Depression gerne in diesem Video. Nun aber zu meinen Tipps, wie Sie Ihren Serotoninspiegel natürlich erhöhen können. Und mein erster Tipp lautet, nehmen Sie sich Zeit für regelmäßige körperliche Aktivität in Form von Sport oder zumindest regelmäßigen Spaziergängen. Warum? Bewegung kann die Freisetzung von Serotonin im Gehirn, also bei den 10%, stimulieren und kann so Ihre Symptome verbessern. Das lässt Sie übrigens auch sehr gut mit meinem zweiten Tipp verbinden, nämlich verbringen Sie ausreichend Zeit im Sonnenlicht, wann immer möglich Sonnenlicht. Auch Sonnenlicht regt nämlich die Produktion von Serotonin an und kann gerade auch im Winter wichtig sein gegen zum Beispiel diesen leichten Winterblues, den man erkennt. Und klar, auch über die Ernährung können Sie einiges bewirken. Daher mein dritter Tipp, integrieren Sie tryptophanhaltige Lebensmittel wie etwa Geflügel, Fisch, Nüsse, Hülsenfrüchte in Ihre Ernährung. Die Aminosäure Tryptophan ist unverzichtbar für die Serotoninproduktion. Dass Tryptophan reichlich in so vielen Lebensmitteln vorkommt, ist gut und ist daher eine Supplementierung trotz des stetig wachsenden Angebots an L-Tryptophan, Pulver, Pillen etc. in den meisten Fällen tatsächlich überflüssig, brauchen Sie nicht. Auch zum Beispiel B-Vitamine, Magnesium sind wichtig für eine ausreichende Serotoninherstellung, Omega-3-Fettsäuren habe ich noch genannt, Vitamin D hatte ich gerade auch schon genannt. Serotonin selbst ist nicht in nennenswerten Mengen in Lebensmitteln enthalten, das ist wichtig und könnte wegen, wie bereits erwähnten, Blut-Hirn-Schranke wahrscheinlich auch nicht gut verwertet werden. Also Serotonin ist nicht relevant, sondern L-Tryptophan, die Aminosäure. Und jetzt noch was ganz Wichtiges, und das haben die meisten nicht auf dem Schirm. Tryptophan ist ja eine essentielle Aminosäure. Das heißt also, unser Körper bildet diese nicht selbst. Damit diese nun aber auch ins Gehirn gelangt, weil Tryptophan kann das, im Gegensatz zu Serotonin, muss sie durch die Blut-Hirn-Schranke. Dort aber ist quasi ja ein Nadelöhr. Das heißt, auch andere Aminosäuren wollen dadurch. Und wenn Sie also proteinreiche Lebensmittel essen, in denen auch viel Tryptophan drin ist,
dann sind da ja auch ganz viele andere Aminosäuren noch und dann kann dieses Tryptophan halt nicht so leicht quasi durch die Blut-Hirn-Schranke, weil da auch noch andere Aminosäuren sozusagen durch wollen, durch dieses Nadelöhr und den Weg quasi blockieren. Wie viele hier wirklich wissenschaftliche Fakten sind, ist noch unklar, viel eher ist es aber eine Annahme, nämlich wenn Sie gemeinsam mit oder kurz nach dem proteinreichen Lebensmittel auch etwas Kohlenhydratreiches essen, dann steigert dadurch ja sich Ihr Blutzucker. Dadurch wird Insulin freigesetzt und Insulin bewirkt, dass die Aminosäuren, generell alle Aminosäuren aus der proteinreichen Nahrung, nun vermehrt ja in die Muskeln gehen. Und dort werden die Aminosäuren verarbeitet. Tryptophan aber brauchen wir in den Muskeln nicht so sehr im Vergleich zu anderen Aminosäuren. Und daher bleibt davon im Verhältnis mehr übrig und im Verhältnis steigt damit die Chance, dass dieses Tryptophan Blut oder die Blut-Hirn-Schranke überwindet, beziehungsweise mehr Teilchen davon. Das ist also ein Trick für alle, die die Aufnahme bzw. Wirkung von Tryptophan nochmal ja, optimal beeinflussen wollen. So, und jetzt mein vierter Tipp für Sie, wieder ganz leicht. Nutzen Sie Stressmanagement-Techniken wie Meditation, Yoga, progressive Muskelentspannung und achten Sie auf ausreichend Schlaf. Diese Methoden helfen dabei, Stress abzubauen und die dadurch eingeschränkte Serotoninproduktion wieder auch zu normalisieren. Das beeinflusst tatsächlich die Serotoninproduktion. Beim Schlaf empfiehlt man hier täglich 8 Stunden. Hier gilt also quasi, viel hilft viel. Gefährlicher Serotoninüberschuss? Und jetzt zu dieser Frage. Haben Sie auch schon mal etwas vom Serotoninsyndrom gehört? So wird nämlich eine Überdosis des Neurotransmitters Serotonin bezeichnet. Das ist also auch möglich, ein viel zu viel davon haben. Meist wird das durch eine Überdosis an Antidepressiva bzw. die ungünstige Kombination mehrerer dieser Medikamente ausgelöst. Auch die Einnahme von Drogen wie Ecstasy oder LSD, die Einfluss auf den Serotoninspiegel nämlich nehmen können, lösen dieses unter Umständen sogar lebensgefährliche Syndrom aus. Wichtig also zu wissen, auf keinen Fall Antidepressiva und Ecstasy zum Beispiel mischen. Zu den Symptomen gehören zum Beispiel Unruhe, Zittern, Herzrasen, Krampfanfälle. In starken Fällen kann es sogar zu Herzrhythmusstörungen kommen, bis zum Koma. Und dann werde ich als Notarzt quasi gerufen, habe ich aber ehrlich gesagt selbst noch nicht erlebt, dass das ein Patient mal hatte. Zur Behandlung zählt natürlich in erster Linie dann ein sofortiges Absetzen der auslösenden Medikamente und natürlich klar ab ins Krankenhaus. Eine weitere Ursache für einen teils stark erhöhten Serotoninspiegel ist außerdem das sogenannte Karzinoid. Und dabei handelt es sich um einen seltenen hormonproduzierenden Tumor, also Krebserkrankung, der unter anderem vermehrt Serotonin freisetzen kann. Und bei Verdacht auf eine solche Wucherung wird übrigens, anders als bei einem Verdacht auf Serotoninmangel, der Serotoninspiegel jetzt im Blut oder im Urin ermittelt. Da in diesem Fall dann wirklich bestimmt man immer den Serotoninspiegel, wenn man diesen Verdacht auf dieses Karzinoid hat. Haben Sie Erfahrung mit einem erhöhten oder wahrscheinlich eher erniedrigten Serotoninspiegel machen müssen? Vielleicht schon mal damit konfrontiert gewesen, gerade Stichwort auch vielleicht schlechte Stimmung, Depression. Gerne kommentieren Sie das Video einmal, sagen Sie auch mal was zu den Tipps, die ich gerade genannt habe. Vielen Dank und bleiben Sie mir treu.